Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Ancestors Legacy. Diesem wunderbaren mittelalterlichen Krieg-Simulator. Nee, wirklich, also das Spiel macht Spaß, ist sehr gut gemacht. Mal kurz gucken, dass wir uns hier aufstufen. Vorratslager ist gut. Oh, da sind Balliste. Aber die Türme reiße ich jetzt ab. Und zurück. Ja, ihr seid hier bei mir gelandet, eurem Zigaro, der hier wieder am Abfackeln ist. Ich hoffe, Ancestors Legacy macht euch noch Spaß. Es gibt mal so, mal solche Kommentare, da das Spiel ja auch schon ein bisschen im Umlauf ist. Verstehe ich natürlich auch. Nee, Bewegungsgeschwindigkeit. Aber, also mir macht es richtig Spaß. Ich finde es cool, vor allem für Leute des RTS-Genres, also sprich Echtzeitstrategie, ist klasse. Und, was man auch sagen muss, ich glaube, ich hätte die Balliste mitnehmen können, oder? Und es ist so, dass es auch nicht für jedermann natürlich gemacht ist, weil es auch gar nicht für zart beseitete Menschen ist. Das sage ich immer wieder und ich finde, es stimmt. Also es ist, glaube ich, was anderes, ob ich jetzt in Warcraft den Menschen zugucke, wie sie gegen Orks kämpfen oder hier. Das ist halt ein Unterschied. So, patch your wounds, also wir regenerieren uns wieder. Offensiv bitte für die Berserker. Oh, hier ist ein Tier von einem Wolf angefallen, ausgeweidet worden. Was ist hier denn los? Was ist hier los? Wieso? Hier gab es anscheinend ein bisschen Stress. So, Stufe 3 Ausbau. Befestigte nicht, nee. Eigentlich bräuchte ich hier das. Oh, hier oben wird wieder. Ah, der bekleckert sich hier gerade nicht mit Ruhm. Wir müssen Dorf C einnehmen. Es ist gerade nachts, also ist es möglich. Ein weiter Weg bis da oben hoch. Haben wir irgendwo hohes Gras im Umkreis, was uns das Annähern ermöglicht? Nein, okay. Doch hier, da. Oh oh, okay. Aufgabe zurück. Ah, geschickt. Geschickt. Der hat richtig Truppen aufgefahren gerade. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet.
So. Ach, klasse. Ach, Mann. Die haben Fernkampfreiter. Das ist echt fies. Sehr fies. Fernkämpfer haben wir verloren. Müssen wir jetzt mal runterlaufen hier. Oh oh. So, ein großer Trupp kommt jetzt hier an. Aber es sieht gut aus. Das abwehren können wir es. Na komm. Na komm. Sehr gut. Hier ist ein ordentlicher Trupp unterwegs, außer die hier. Aber die gehen jetzt mal mit. Hierhin. Und die hier. Ungefähr hier. Der muss gleich regeneriert werden. Die hier unten auch. Müssen wir hier die... die Balliste aufheben. Mal gucken, mit welchen Truppen wir das machen. Ob wir das mit Speerkämpfern machen, weiß ich gar nicht. Habe ich aber noch gar nicht gemacht. Gucken. Nahrung ist zurzeit ein bisschen kritisch. Gehen wir mal auf Wohlstand. Und dann nochmal auf Vorratslager. Und ich hoffe dadurch, dass dieser Nahrungsverbrauch, den wir hier haben, von minus 22 sich dann verändert. Speerträger könnten es machen. Ah, ich glaube, es kann jeder machen, okay. Aber ich tausche lieber Speerträger aus als andere. Was ist denn hier los? Feindliches Haus immer noch hier. Echt? Wir entfernen jetzt mal die Gebäude, die hier... Aber los jetzt, dahin. Flankieren, dadurch geht die Moral runter, dieser graue Balken. Fernkämpfer ein bisschen vorziehen, falls nachgerückt wird. Ich möchte aber irgendwie, dass hier weitere Gebäude auch vernichtet werden, die irgendwie als rot markiert sind. Let's go there!
So, mal schauen, was das bringt. Ob es überhaupt was bringt, weiß ich nicht. Oh, hier oben wird wieder ein Angriff durchgeführt. Dafür, dass er die ganze Zeit rumgejault hat, ist er ganz schön aggressiv. Oder ich bin langsam. Jetzt nicken einige bei euch so. Ja, 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 ist langsam. Schweinerei. So, Wohlstand. Und nochmal das ausbauen. Wir müssen unbedingt das Dorf C einnehmen. Das gehen wir jetzt auch endlich an. Fangen wir mit der Truppe hier mal an. So, jetzt haben wir wirklich alle Gebäude abgefackelt, die hier standen. Die nicht zu uns gehörten. Und wir haben auch nur noch minus 8. Die Forschungen, die sind schon gut. Müssen wir noch einmal machen. 200 Eisen brauchen wir dafür. Ich würde die Truppen ja am liebsten. Minus 8. Das ist bald durch. Und dann mal gucken, wie stark der Verbrauch gleich ist. Nur noch. Bald ist durch. Dann haben wir minus 8. Dann können wir vielleicht 0. Vielleicht ist die Moral dann wieder größer. Im Moment ist die Moral richtig für einen Eimer. Total unten, keine grauen Balken mehr. Deswegen laufen die auch langsamer und haben keine Lust. Hoffentlich bringt das eine Nuller-Runde, bitte. Das wäre gut. Oh, plus 4 sogar. Dadurch steigt jetzt wieder die Moral. Der Graubalken steigt. Da seht ihr das. So, und Erfahrung der Sperrgesundheit von Sperrträgern erhöhen. Ah, ich möchte das hier eigentlich haben für 200. Und dann erst gehen wir in Ausrüstung. Kann man hier Abwehrtürme bauen oder geht das nicht? Nö, okay. Aber wir können die Verteidigung verbessern. Das war eben notwendig. So, jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Einfach mal keine Gegenwehr. Klasse. Perfekt. Dann kann ich mit den Truppen jetzt vorziehen. Oh, muss ich sogar. Das ist das einzige Problem in dem Spiel. Man kriegt nicht immer... Oh, was hier rausrennt. Ach, herrje. Man kriegt nicht immer genug Infos, finde ich. Aber wir werden von hinten angefallen durch uns jetzt. Das lassen wir mit uns nicht machen. Fernkämpfer sind gleich weg.
Jetzt der letzte Ansturm. Tja, so schnell kann es gehen. So, unbedingt regenerieren hier oben. Unbedingt, ehe wir dann zur Verteidigung rennen. Und zwar will ich diesen Bereich halten. Ich will den halten. Dann ist schon einiges getan. Er ist ja sogar hier gerade drin mit Truppen. Weil der Roder hat alles rausgeschmissen gegen uns. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt sogar reagieren. Einzelne Truppen. Wir brauchen jetzt kurz einmal eine Heilung, anders geht's nicht. Wir nehmen ihn noch mit. Mal gucken, können wir hier irgendwas noch verbessern? Ja, die Speerträger, Fernkämpfer und die. Und wir leveln euch auf, also ein paar kriegen jetzt ein Rüstungsupdate. Das ist eine recht starke Truppe jetzt, weil die auch alle geupdatet wurden von uns gerade. Sehr gut. So, und hier lassen wir so schnell keinen mehr rauskommen. Und ich habe doch auf dem Weg auch noch Balliste, ne? Speerträger. Ne, ich nehme die Schildträger. Die sollen aber die Balliste mitnehmen. Haben wir nicht noch irgendwo eine verloren? Ich war der Meinung, aber ich kann mich auch irren. Hier oben ist noch eine feindliche Balliste, die nehmen wir uns auch noch. Kann er die überhaupt übernehmen? Ja. Danach wieder zur vollen Stärke. So, alles, was hier jetzt kommt, wird angegriffen. Das heißt, die verstärken sich, glaube ich, gerade. Wir gucken mal. Das kriegen die schon alleine hin. So, das können wir auch. Er greift auch an. Das müssen wir jetzt nutzen. Egal, ob die ein bisschen abgewrackt sind gerade. Brennt das slawische Rathaus nieder. Das machen wir jetzt auch. Und unser Freund ist auch dabei.
Wir brennen jetzt hier auch gerade absolut alles nieder. Wie kommen wir denn zur Kirche rauf? Durch den Weg hier hinten. Okay. Die Schießanlage muss weg, Kaserne brennt, Glockenturm, das brennt hier alles. Ach herrje, war mir irgendwie klar. War klar, dass das passiert. Jetzt haben wir einen Kampf gegen die weitere Ortschaft. Komme ich hier rüber? Nee. Schießen den jetzt in den Rücken, das ist super so. Kommt hier oben durch. Das heißt, ich hätte hier erstmal gerne Balliste. Schade, dass ich das hier nicht einnehmen kann. So, einmal komplett regenerieren. Der Trupp hier brennt jetzt die Kirche nieder. So, wir brauchen unbedingt die Ortschaft C und wir müssen hier rein, um ihn zu plätten. Muss ich hier noch was abfackeln? Ich glaube nicht, ne? Wir kommen doch hier hoch. Ihr hängt schon wieder fest, oder was? Das ist so ein kleines Spielproblem, dass der an einigen Gegenden festhängt.
So, mal gucken, was uns erwartet. Ich glaube, er hat sehr viel geopfert. Und hier entbrennt jetzt der Kampf gegen diesen Typen. Der hier mit seinem Schild gegen uns kämpft. See Neuss. Jetzt haben wir ihn. Und er gibt auf. Leute, wir haben es gepackt. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und würde mich natürlich sehr freuen, eure Meinung zu hören, euer Like zu sehen und euch nächstes Mal wiederzusehen. Macht's gut und tschüss.